Wir haben heute den 25.03. und wir sind heute auf die Straße gegangen unter dem Motto People Not Profit. Und wir haben halt eben die Klimakrise in Verbindung zum Krieg in der Ukraine gesetzt. Wir waren mit 8000 Menschen tatsächlich auf der Straße und sind dann eben vom Opernplatz um 14 Uhr hier zum Campus Bockenheim gelaufen. Hier hat dann ein Straßenfest stattgefunden mit verschiedenen Ständen von zum Beispiel den People for Future oder den Grandparents auch. Und es gab gleichzeitig auch noch eine Vollversammlung im Senckenberg-Museum, wo eben inhaltlicher Input zu den Themen gegeben worden ist. Die Abhängigkeit, die Deutschland von anderen Ländern hat, was fossile Brennstoffe angeht, ist fatal. Das sieht man jetzt gerade an dem Beispiel Russland. Die 100 Milliarden, die jetzt in Waffen gesteckt werden, das ist Geld, was in den nächsten Jahren irgendwie dafür benutzt wird, Deutschland weitergehend krass aufzurüsten. Und davon haben die Leute in der Ukraine am Ende auch nichts. Und auch die humanistischen Beweggründe, jetzt zum Beispiel von den Flüchtlingshilfen, die wir jetzt an den EU-Außengrenzen erfahren, sind eben auch anzuzweifeln, weil dort eben nach rassistischen Vorurteilen eben unterschieden wird. Und es wäre eben viel schlauer, wie gesagt, in die erneuerbaren Energien und auch in die Unterstützung von den betroffenen Menschen, die jetzt schon zum Beispiel durch die Klimakrise fliehen, zu investieren und so auch zukünftige Konfliktherde zu vermeiden. Natürlich ist es jetzt irgendwie Krieg vor der Haustür, aber es ist eben nicht erst seit ein paar Wochen Krieg, sondern schon länger auch in anderen Ländern. Und das Geld wäre an anderer Stelle, wie beispielsweise im Klimaschutz oder in der Bildung oder in der Pflege, besser angelegt. Finally the tables starting to turn. Talking about a revolution, oh, oh. Talking about a revolution, oh, oh. Talking about a revolution, oh, oh.